geht's nicht weiter. Kurze Zwischenmeldung, ich wollte das Video eigentlich erst nächste Woche anfangen, aber ich habe gerade gesehen, dass ich meine 4 Stunden heute wieder überschritten habe, beziehungsweise die 4 Stunden, das ist nicht mein Ziel, definitiv nicht. Meine Bildschirmzeit liegt eigentlich bei 2 Stunden und ich habe schon einiges probiert. Ich habe dieses Bildschirmzeitlimit, was man bei Apple einstellen kann, eingestellt. Ich habe mir verschiedene andere Sachen überlegt, wie ich von dem Handy loskomme. Aber ich schaffe es nicht. Wir sind seit Dienstag, bin ich wieder hier in Deutschland. Ihr wisst ja, dass ich vorher unterwegs war. Naja, auf jeden Fall im Internet ging es rum, dass wenn man das Handy auf schwarz-weiß stellt, dass es wohl besser wird. Und das werde ich jetzt testen. Und zwar eine Woche lang komplett durchziehen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich meine, ich stelle es mir eigentlich gar nicht so schwer vor, weil man hat das Handy ja immer noch in seiner vollkommenen Offenheit. Nur, dass es halt schwarz-weiß ist. Und das soll es wohl deutlich weniger attraktiv machen. Morgen recherchiere ich da noch ein bisschen zu, dann berichte ich euch darüber. Die Qualität ist gerade so schlecht, weil es schon fast abends ist. Nee, weil es schon abends ist und fast dunkel. Genau, aber ich wollte das jetzt trotzdem kurz das Video anfangen, weil ich werde mein Handy jetzt auf schwarz-weiß stellen und das 7 Tage lang durchziehen und beten, dass meine Handyzeit besser wird. Beten. Ich habe es heute wirklich schon richtig versucht, war richtig gut und dann habe ich am Nachmittagabend angefangen mit YouTube zu schauen einfach die ganze Zeit und dann auf Instagram rumzuscrollen und es hatte kein Ende und das ist schrecklich und ich will es nicht und deswegen versuchen wir jetzt diesen Trick. So, ich sehe mich jetzt schon nur noch schwarz-weiß auf diesem Bildschirm. Ich habe es gerade umgestellt. Das geht so, ich blende das mal hier ein. Also man geht auf Einstellungen, Bedienungshilfen, dann Anzeige und Helligkeit und da kann man halt den Farbfilter einstellen. Und jetzt schaue ich mal, ob sich das Ganze morgen verbessert. Ich bin aufgeregt. My life is called Peace. Wir dachten, wir geben mal ein Fazit zum heutigen Tag. Ja, wie ihr seht, waren es 2,5 Stunden heute. Ich lege das Handy jetzt auch gleich weg. Es ist schon abends. Und das liegt zum einen daran, dass ich eine Stunde beim Sport angemeldet war und dann habe ich noch eine Stunde Wii gespielt mit meinem Bruder. Ja, der Rest der Zeit wurde mit Umpflanzen verbracht und ansonsten habe ich halt die Zeit schon auch immer noch auf Instagram ein bisschen vertrödelt, aber ich muss sagen, durch dieses Grau, ich sehe mich gerade übrigens auch nur in Schwarz und Weiß und nicht mehr in Farbe. Genau, deswegen, ich denke schon, dass es was bringt. Ich hoffe, dass ich dann die nächsten Tage auch unter den 2 Stunden bleiben werde. Ich habe mich heute schon ein bisschen bemüht und dann am Ende wieder ja, aufgegeben irgendwie. Das ist eigentlich richtig kacke. Okay, Update zum 2. Tag der Challenge. Ich habe mein Limit nicht geschafft und ich habe mich, würde ich sagen, schon ziemlich an dieses Schwarz-Weiß gewöhnt. Also das geht echt recht schnell, denn ich habe wieder auf Instagram ein bisschen Zeit verbracht. Ich habe mir meine Statistik von heute noch gar nicht angeschaut. Aber ich weiß, dass ich mein Limit von 2 Stunden nicht geschafft habe. Ich glaube, ich war einen kleinen Ticken besser als gestern, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht besonders gut. Und morgen werde ich schaffen. Ich werde es schaffen. Ich werde strenger zu mir sein. Und ansonsten bin ich heute in den heftigsten Regenschauer ever gekommen. Auf dem Weg zum Keramikmalen. Denn das muss ich berichten, weil da habe ich kurz gefuscht. Ich habe für 30 Sekunden oder so die Farbe eingestellt, um mir ein Bild anzuschauen, was ich abpausen wollte. Aber ich habe es danach direkt wieder ausgeschaltet. Das heißt, jetzt ist alles wieder auf Schwarz-Weiß und da bleibt es auch. Und nach den 2 Tagen, die ich bisher in Schwarz-Weiß hatte, hatte ich in den 30 Sekunden mit Farbe auch keine Reizüberflutung. Also so krass ist es gar nicht. Genau. Aber ich werde mal sehen, wie sich das jetzt im Laufe der Woche entwickelt. Und ich hoffe, dass es keine Ausnahmen mehr gibt. Und ich hoffe, dass ich ab morgen konsequent unter den 2 Stunden bleibe. Wir sehen uns morgen. Das war ja mal absolut gar nichts. Jetzt ist abends und es war eigentlich ein beschissener Tag, wenn man mal auf diese Challenge hier achtet. Beziehungsweise es ist ja keine Challenge, es ist ein Selbstexperiment, um herauszufinden, ob das Ganze überhaupt hilft, ob es den Aufwand lohnt, dass man sein Handy nicht mehr in Farbe sehen kann. Und wie ihr seht, war das der Tag heute. Warten wir mal aufs Fazit. Wir haben ja erst eine halbe Woche, ne? Morgen wird besser. Morgen wird besser. Ja,
Die Woche ist vorbei. Tatsächlich jetzt auch schon ein paar Tage. Ich habe das Ganze sehr, sehr lange vor mir hergeschoben, hier mal diesen Fazit zu machen. Er ist nämlich nicht besonders gut und ich habe überlegt, ob ich das Video einfach verwerfe. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass das eine Challenge war, damit die Bildschirmzeit hinzukriegen, sondern es war ja ein Selbstexperiment und ein Versuch, ob das die Lösung ist. Und für mich habe ich herausgefunden, dass es nicht die Lösung ist. Ich habe auch herausgefunden, dass es die Vorteile, die es versprochen hat, mir persönlich generell nicht gebracht hat. Also weder eine Verringerung der Bildschirmzeit, noch zum Beispiel, dass der Akku gespart wird. Also der war ganz normal leer, so wie er sonst auch leer ist. Genau. Dementsprechend kann ich das in der Hinsicht nicht empfehlen. Ich werde die nächsten Tage und Wochen auf jeden Fall andere Sachen noch ausprobieren, die vielleicht vielversprechender klingen. Also wenn ihr weiter Interesse an dem Thema habt, schaut sehr gerne vorbei. Und wenn ihr andere Tipps habt, die ich auch noch ausprobieren kann, dann schreibt sie mir auch sehr, 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 sehr gerne. Ich bin immer noch auf der Lösung einer Suche. Falsch herum. Auf der Suche einer Lösung. Genau. Und ich werde dieses Video jetzt einfach trotzdem hochladen, weil bringt ja auch was zu wissen, was nicht funktioniert, ne? Und jetzt noch einmal ganz kurz zu so einer Übersicht von der Woche. Also, am Anfang schien es tatsächlich so, als ob die Challenge bzw. das Selbstexperiment etwas bewirkt. Ich vermute allerdings mittlerweile, dass es eher daran liegt, dass ich meine Ergebnisse so festgehalten habe und wusste, dass ich ein Video daraus machen will und dass so der Druck größer war, es zu schaffen, sage ich mal. Auch wenn das ja nicht das Ziel war, sondern das Ziel war ja herauszufinden, wie es ist. Naja, auf jeden Fall in den nächsten Tagen, also die ersten 3 Tage waren gut und Tag 4 war dann der absolute, also wirklich in der Mitte der Woche, war der absolute Einbruch. Und dann sind wir von den gut 2 bis 2,5 Stunden, die wir vorher geschafft haben, auf 4 oder ich glaube, es waren knapp 5 Stunden hochgesprungen. Genau, und auch die hinteren 3 Tage waren dann, glaube ich, alle 3 Tage über 3 Stunden, also nicht sehr toll. Das müssen wir ändern. Ich habe das auch schon so ein bisschen analysiert. Bei mir ist halt wirklich der größte Verbrauch in den sozialen Netzen, was bei mir nur noch Instagram ist, weil ich ja TikTok gelöscht habe. Genau, deswegen werde ich das weiter beobachten und habe schon was im Kopf, was ich als nächstes ausprobieren werde. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass sich damit die Bildschirmzeit wirklich radikal minimieren wird. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr auch gespannt seid. Folgt mir rein, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Tschüssi!